So, willkommen zurück bei No Man's Sky. Ja, Raumschiff hatten wir eigentlich repariert. Jetzt kommt noch kurz die Mission hier. Missionsziel abgeschlossen, Raumschiff Reparatur. Und wir können eigentlich uns auch gleich in das Raumschiff begeben und losdüsen. Und dann schauen wir einfach mal, wo uns denn unsere Reise hinbringt. Ich habe jetzt ehrlich gesagt null Ahnung. Schauen wir einfach mal gemeinsam. Steigt mal ein. Ja, dann starten wir einfach mal. Halte W gedrückt, um abzuheben. Mach mal. Drücke E, zu landen. Okay. Alle Systeme funktionieren. Schön. Ist die Frage, was machen wir als nächstes? Fliegen wir einfach ein bisschen rum. Zum Aktivieren des Boost Shift gedrückt halten. Machen wir. So, Moment. Nicht, dass wir hier irgendwo ins All katapultiert werden. Sehr schön. Macht doch schon mal echt eine Menge Spaß hier. Oh. Oh, was haben wir getan? Alle Systeme funktionieren. Suche Antworten in den Sternen. So. Außer Kontrolle kurz geraten. Gut, ich würde trotzdem mal sagen, wir landen nochmal eben. Wir noch ein bisschen Rohstoffe mitnehmen. Ich weiß ja nicht, was auf uns zukommt. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Landebereich nicht frei. So, das war's. Unser erster Testflug. Wiederherstellungspunkt. Ja, sehr schön. Das erste Mal geflogen. Giftschutz. Na du. Füttern. Komm her, komm. Wo will er hin? Wo will er hin? Was will er machen? Bleib mal stehen. Ich würde gerne noch ein Bildchen von dir machen. Komm, hier. Willst du was zu essen? Nein, will er nicht. Will er nicht? Na gut. Eisen. Ja, wir gucken mal unsere Aufgabenliste, ob wir denn eine neue Aufgabe haben. Weil im Raumschiff hieß es ja, wir sollen zu den Sternen fliegen. Da gibt es noch weitere Antworten. Da oben flitzt er rum. Der kleine Racker. So, schauen wir mal. Unser Minenlaser, den müssen wir reparieren. Mit Kohlenstoff machen wir das. Den haben wir komplett aufgebraucht, okay. Unser Raumschiff, das ist... Hier, Plutonium bräuchten wir noch, wenn ich das richtig sehe. Kohlenstoff, Plutonium und... Der Anzug, was brauchen wir hier noch? Zink. Zink haben wir noch ein bisschen. Iridium haben wir, Eisen haben wir. Also Plutonium und ein bisschen Kohlenstoff. Kohlenstoff ist ja nicht das Ding. Was war denn das? Ach ja, und dann wurde mir auch gesagt, in der ersten Folge hat uns ja diese Drohne angegriffen. Und zwar aus gutem Grund. Weil wir hatten in der Nähe von der Drohne hier Rohstoff abgebaut und das mögen die wohl nicht so. Deshalb hat die uns auch angegriffen. Nun wissen wir's. Nun sind wir schlauer. So, da hinten haben wir Plutonium. Genau.
hier wird mir da auch Plutonium angezeigt. Und Zink, alles klar. Eisen? Eisen wollen wir nicht, wir wollen eigentlich Kohlenstoff hier. Alles klar, 60 Kohlenstoff. Was haben wir hier? Kohlenstoff. Und hier haben wir das Plutonium. Nach 65, oh ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Und ich glaube, da braucht man auch sehr viel. Nein, du hast mich nicht gesehen hier. Weiß nicht, was die Drohne da macht. Gehen weg, wir gehen weg. So, Zink hier hinten. Der ist mir nicht so geheuer. Aber ich glaube, die sind alle friedlich. So, Zink haben wir hier oben nochmal. Das nehmen wir gleich mit. Sehr schön. Ein bisschen Kohlenstoff können wir auch noch mitnehmen. Ja, da würde ich sagen, da werden wir mal aufbrechen. Auf ins All. Und mal gucken, was uns da erwartet. Okay, da ist mein Raumschiff, oder? Dein Raumschiff, ja. Gut, da schauen wir jetzt nochmal, dass wir alles reparieren, bevor wir aufbrechen. So, Startschubdüse, Plutonium. Laden wir auf. Da haben wir jetzt echt das ganze Plutonium aufgeladen. So, Giftschutz. Da kümmern wir uns jetzt drum. Sehr schön. Lebenserhaltung. Da bräuchte man Energieriegel oder Tamium 9. Habe ich nicht. Multiwerkzeug. Okay. So. Ja, hier können wir wohl unser Raumschiff aufwerten. Ich gucke nochmal eben Tamium 9, ob wir das haben hier. Da haben wir Zink, Zink. Zink, Zink. Plutonium, TH, das könnte dieses Tamium sein. Thank you.
Genau, sehr schön. Haben wir ein bisschen was gefunden. So, hier haben wir diesen Pilz. Da brauchen wir aber so einen Schutzhandschuh. Den habe ich nicht. Noch nicht. Zink nehmen wir mit. Alles klar. Man weiß ja nie, ob man auf dem nächsten Planeten auch mal Zink findet. So, kurz überlegen. So, kurz gescannt, einsteigen. Suche nach Antworten in den Sternen. Gut, würde ich mal sagen, wir fliegen zu den Sternen. Ehrlich gesagt, das Weltall mag mich nicht. Ich habe schon die Orientierung verloren. Aber hier hinten haben wir immer noch irgendwas. Da würde ich dann doch schon mal eine Raumstation, genau. Da wollen wir hin. Mann, ist das kompliziert hier. Impulssprung. 6 Minuten entfernt. Dann machen wir mal einen Impulssprung. Ankunft in 1 Stunde. Was haben wir getan? Unsere Energie ist alle. Pulsantrieb, Eisen. Hätten wir ein bisschen mehr Eisen mitgenommen. Mann, oh Mann, oh Mann. Aktivieren den Scanner, um die Quelle zu lokalisieren. Machen wir mal. Missionsziele. Missionsziele. Signalverstärker aufsuchen. Lokalisiere die Quelle des mysteriösen Signals, um mehr zu erfahren. Signalverstärker aufsuchen. Ist das der Signalverstärker hier vorne? Ist eine Raumstation. Signal. Ankunft 2 Stunden haben wir ein Signal. Signalverstärker. Das ist die Raumstation. Unbekannter Planet. Ankunft 1 Stunde 26. So, Ankunft 5 Minuten. Ja, wenn wir jetzt nochmal Schub geben. C-Scan. Wenn wir jetzt nochmal Schub geben. Nicht, dass wir dann wieder Impulsantrieb offline haben. Ein grünender Planet. Kupfer. Da gibt es kein Eisen. Da
Das ist total unlogisch, dass wir da hinfliegen. Also auf zur Raumstation. Ja, orte den Funktransmitter. Signal. Hoffentlich reicht der Treibstoff. 10 Sekunden. Fünf, vier, drei, zwei, eins, stopp! So, Scanner an. Oh, was heißt hier Achtung? Alles klar, jetzt sind wir schon mal Entdecker. Jetzt haben wir schon mal einen neuen Planeten entdeckt hier. Vielleicht ist das auch das Funksignal. Neuer Planet entdeckt zum Hochladen und unbedingt P drücken. Hochladen. Signalverstärker aufsuchen. Entdeckungen. Kupfer, Heridium, Solanium, Emeril. Okay. Gut, das muss ich mir alles später mal richtig in Ruhe durchgucken hier. So, Wegpunkt. Okay. Oh hier. Was ist denn das? Füttern. Ach, hier gibt es noch mehr. Sieht aus wie so eine springende Ananas. So, wir gucken. Licht. Licht. Licht ist an. Das passt. Scannen wir mal. Wenn wir irgendwas entdecken. Zink, zink, zink. PU-massig. Schildsplitter. Sehr schön. Und was haben wir hier? Beschädigter Container. Plus diese Schrott drin. Gut, da kann ich nichts damit anfangen. Oh hier, was ist... Ach, das ist ein großer Planet hier noch in der Nähe. Das sieht ja schön aus.
Das Licht zieht mich an. Kürbisknolle. So, unseren Anzug werden wir erstmal reparieren. Nehmen wir das Zink, Schildsplitter heben uns auf. Sehr schön. Hol die Werkzeuge, die müssten noch fit sein, das passt. Ja. Auf neuen Planet angekommen. Finde die Quelle des Notsignals. Ja, dann würde ich mal sagen, beenden wir mal die Folge. War auf jeden Fall eine neue Erfahrung, ein bisschen Raumschiff fliegen. Wir haben uns sicherlich noch mit der Steuerung eingewöhnt. Ja, ich hoffe, euch hat es dennoch gefallen. Mir wieder auf jeden Fall und hoffentlich sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut!